Ich weiß, dass wir definitiv noch in den OP-Saal möchten. Wenn ich den halt noch finde. Da. Ja, perfekt. OP-Saal, ich komme. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wer hier so operiert wurde. Vielleicht finden wir das heraus. Ein Wake-Master-Wecker. Und Supermutanten natürlich noch hinter dieser Tür direkt. Die wollen wir doch gleich mal angemessen begrüßen. Mit Kugeln zwischen die Augen. Hallo. Autsch, wo kommst du denn her? Ich dachte, du passt auf meine Flanke auf, Junge. Komm, beug dich nochmal vor. Wir gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Glaube ich auch nicht. Wo ist denn der Hund, den ich hier erschossen habe? Ich habe hier gerade einen Hund erschossen. Wo ist der hin? Ach, der ist durch mich durchgeflogen. Natürlich, das tun die oft. Und dann Powerhunde. Die fliegen noch durch einen durch, obwohl sie schon tot sind. OP-Terminal. Was lernen wir hier noch Schönes? OP-Beleuchtung ein, aus. Definitiv ein, oder? Ist sie jetzt ein? Oder ist sie jetzt aus? OP-Beleuchtung anschalten. Dann ist sie jetzt an. OP-Musik. Keine Ahnung. Ist es jetzt... Also Beleuchtung scheint da drin an zu sein, ja? Gut, und die Musik ist auch an. Die brauchen wir aber nicht unbedingt. Die kann ich wieder ausmachen. Nachher ist die noch Jema geschützt und dann kriegen wir auch die Fresse. So, was habt ihr denn schönes operiert? Habt ihr an euren Fleischsäcken ein bisschen operiert, liebe Supermutanten? Das war bestimmt gut gemeint, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Schwere Supermutantenrüstung. Ja, brauche ich wahrscheinlich nicht so unbedingt. Ich bin kein schwerer Supermutant. Schwer durchaus, ja. Aber das sind eh alles nur Muskeln und querliegende Samenstränge. Aber ich bin ja halt kein Supermutant. Von daher brauche ich das Zeug nicht. Gut, die Operation ist wohl gründlich daneben gegangen. Es sei denn, Ziel der Operation war, sämtliches Fleisch von den Knochen zu schälen. Dann war die OP ein voller Erfolg. Ich hoffe, das war nicht Sinn des Ganzen. Aber ach so, hier kommen... Ah, hier werden wir einfach nur hier rumgekommen. Ich dachte, ein OP würde man ein bisschen steriler gestalten als so. Aber was weiß ich schon von OPs? Da weiß ich ja gar nichts von. Ich bin ja selber kein OP. Jangles der Mondaffe, den nehmen wir mal mit, weil wir nett sind. Eine Glühbirne. Eine einzelne Glühbirne. Okay. Ah ja, und noch einen Rider. Mein Supermutantenhelm. Entschuldigung, aber das ist doch kein Helm. Wo ist das denn ein Helm? Reißt euch mal zusammen, ihr Supermutanten. Den haben die... Ja, ich schätze, dann haben wir hier alles abgegrast, oder? Das war alles? Deine Mutter sagt auch, das war alles. Sehr gut. Das war's, liebe Supermutanten. Ich habe euren Laden noch ein bisschen aufgeräumt. Weil Supermutanten mag einfach niemand. Es ist traurig, die sind natürlich immer ausgeschlossen aus allem, aber die mag einfach niemand. So ist es im Leben. Sind halt fiese Supermutanten, die Menschen essen. Niemand mag sie. Wenn sie vielleicht weniger Menschen essen würden oder gar keine Menschen essen würden, dann hätten sie wahrscheinlich eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung. Aber da sie halt Menschen essen, ja, sieht's schlecht aus. Es tut mir auch ein bisschen leid manchmal. Nicht. Überhaupt gar nicht. Also eigentlich. Wo war ich stehen geblieben? Bei dummem Gelaber. Was bist du für einer da hinten? Ach, ein Pack-Brahmin. Wollte schon anfangen, darauf zu schießen. Gibt's hier draußen noch irgendwo was? Geheime medizinische Vorräte? Sieht nicht so aus. Sagt die Karte.
Da hätten wir noch Polizeirevier Boston Ost in direkter Nähe des Verstecks des Mechanisten. Oh, hat er Angst vor mir? Ich tue dir doch gar nichts, lieber Pack-Brahmin. Wo gehört er überhaupt dazu? Der muss doch irgendwie ein Herrchen haben oder so. Oder Frauchen. Was war das? Nur ein fieses Insekt. Ah, da sind noch mehr. Geht weg. Ich will euch gar nicht. Ich mag keine Insekten. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Blutkäfer, die sind echt widerlich. Und können anscheinend ganz gut austeilen. Roter Witwenblutkäfer. Ja, das sind wir die Besten. Ist da unten irgendwas? Guck mal da. Da liegt auf jeden Fall jemand. Russells Notiz. Margaret Sutton. Du spielst hier mit dem falschen Sinn. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Russells Notiz. Die muss ich mir mal ganz kurz reinziehen. Da halten wir mal ganz kurz die Zeit für an. Russells Notiz. Was haben wir da? Margie, ich habe mich letzte Nacht rausgeschlichen und mir das Abflussrohr am Ende des Kanals angesehen. Es ist gesprungen und wenn ich einen Teil des Mülls wegräume, müsste ich eigentlich reinkommen. Ich glaube, das ist die Öffnung, die auf dem Holoband erwähnt wurde. Wenn wir diese Camps finden, könnten wir uns ein neues Brahmin kaufen. Ich werde es mir ansehen, aber ich habe Mama gesagt, ich würde zum Slog gehen, um Werkzeuge zu beschaffen. Also erzähl dir nichts. Ich müsste gegen Abend wieder da sein. Russell. Ich habe fast die Vermutung, dass er nicht gegen Abend wieder da war. Und habe fast auch die Vermutung, dass wir in den Maldenabfluss einfach hineingehen können. Und dort eventuell sterbliche Überreste finden. Sterbliche Überreste. Krasse Kanalisation, Baby. Okay. Siehst du, da ist schon wieder irgendein krankes Insekt. Nicht nur eins, da sind noch mehr. Alter, ist ja voll verseucht, der Laden hier. Nimmt ja gar kein Ende mehr. Was ist das denn für ein Gestank? Ja, frag mich nicht. Ich stink hier nicht. Mine! Boah, gerade noch entschärft. Junge. Das war knapp. Die wären mir fast um die Ohren geflogen. Ich glaube, wer auch immer das war, der hier hingehen wollte, um sich Camps unter den Nagel zu reißen, wurde wahrscheinlich von diesen fiesen Käferchen gegessen, oder? Wäre das nicht möglich? Die wirken so käferig und hungrig. Wahrscheinlich haben die hier jemanden gegessen. Also wenn ich so ein fetter Käfer wäre, ich hätte schon längst jemanden gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was habe ich hier schon? Ja, was haben wir hier über? Ritual? Null Treffer. Raider. Nö, das kann ja auch nicht sein dann. Circus. Nö. Checks. Das muss cool sein. Alles Mögliche, aber keine Camps, die es hier angeblich zu finden gibt. Müssen wir nochmal näher umsehen. Da sammeln wir noch gerne die Überreste ein. Ach, die haben wir schon. Oh, guck mal, da oben. Da gibt's. Da kommen wir wahrscheinlich rum, wenn wir da hinten längs gehen, vermute ich. Oh, Atommüll. Schön. Da gehen wir vielleicht lieber mal nicht lang. Works. Da kommen wir schon irgendwie was wieder hoch. Wahrscheinlich nur das Mittagessen. So schlimm kann es nicht sein. Oh, wer liegt denn da? Hallo, wer bist du? Russell Sutton. Gelöbnisanweisung. Was ist eine Gelöbnisanweisung? Liegt da eine Anweisung für ein Gelöbnis drin? Gelöbnisanweisung? Dö. Seid gegrüßt, Brüder. Ihr seid hier, weil es wieder an der Zeit ist, die neuesten Mitglieder in diese äußerst angesehene Verbindung einzuführen. Bevor sie
Mitglied werden können, müssen Sie zunächst die Geheimnisse unseres Ordens kennenlernen. Ihr findet die Substanzen, die Ihren Geist öffnen werden, im Abflusskanal. So wie es bei eurer Einführung auch war. Denkt daran, den Kandidaten die Augen zu verbinden, bevor ihr sie zum Kanal bringt. Und achtet auf Leute, die zu der Zeit noch im Park unterwegs sind. Die Ältesten werden am Sonntag zum Abendessen vorbeikommen. Da müssen alle neuen Mitglieder anwesend sein. Also, haltet euch an die vorgegebene Dosierung. Ordo Obvitus Ossa. Okay. Ordo Obvitus Ossa? Was war das denn für ein komischer Orden, sag mal? Das war ja etwas sehr merkwürdig, keine Ahnung. Ama Ordus Oblitus Ossa oder was auch immer. Hossa, Hossa. Fiesta Mexicana. Ach, hier kommt man auch in den Maldenabfluss. Da will ich jetzt aber gar nicht. Da war ich ja gerade drin. Und hier oben scheint noch ein Gebäude zu sein. Sind hier noch mehr Käfis? Also, Käfis ist der Spezialausdruck für Käfer, den ich manchmal benutze. Das muss man dazu erklären. Das versteht nicht jeder auf Anhieb. Es wirkt so ruhig gerade. Sicher, dass hier keine Käfis mehr sind? Ich guck lieber hier oben nochmal ganz kurz. Ich sehe keine Käfis. Da ist die Luft wohl wieder rein. Und so schön ist. Ah, da sind ja doch die Käfis. Ihr doofen Käfis. Ich dachte, die Luft wäre rein. Oh. Oh, da war wohl eine Mine oder ähnliches. Da ist Käfi draufgeflogen und kaputt gegangen. Denke ich nicht. Da hinten sind nämlich noch zwei rote Punkte auf meinem Radar. Diese Käfis schon wieder. Wo ist der denn jetzt hin? Ich will noch seine leckeren Überreste aus ihm rauszuzeln. Teffington Boothaus. Bootshaus. Ach, das war mal ein Brahmin. Ich glaube fast, den haben die Käfer leer gelutscht. So sieht er zumindest aus. Wie so eine Mumie fast. Grotesk. Sehr grotesk. So will ich nicht enden. Eine Werkstatt gibt's hier. Aber ich müsste erstmal die bösen Käfis kaputt machen. Bevor ich hier versuche, irgendwas rumzubasteln. Das guckt da raus. Wo seid ihr denn alle hin? So eine Falle. Eine fiese Falle. Interessant. Ja, ich höre euch, Käfis. Die sind über mir. Da kommt jemand. Käfis wahrscheinlich, ja. Die Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Oh, das kann's haben. Kommt ihr, ihr Mistviecher. Wo seid ihr denn? Ich hab genug Blei für euch über. Überhaupt kein Problem. Genug Blei für alle Käfis. Mary Sutton mit Margarets Notiz. Hier ist also die ganze Familie Sutton irgendwie drauf gegangen. Margarets Notiz. Mama, Russell ist jetzt seit mehr als einem Tag weg und ich mache mir langsam Sorgen. Wir wollten es dir nicht gleich sagen, aber wir haben ein altes Holoband aus der Vorkriegszeit im Bootsschuppen gefunden. Anscheinend hat jemand Camps im Abfluss am Ende des Kanals versteckt. Russell dachte, wir könnten sie vielleicht an einen der Händler verkaufen, um noch ein weiteres Brahmin anzuschaffen. Tut mir leid, dass wir es dir nicht gesagt haben, es sollte eine Überraschung sein. Aber das ist schon das zweite dieser Insekten, das wir heute gesehen haben und ich glaube, da stimmt was nicht. Ich werde nach ihm suchen. Keine Sorge, ich schaue nur kurz nach und bin bald wieder zurück. Mal. Ja, tot. Alle tot. Alle, wie sie da sind, tot. Oh, so ist das manchmal im Leben. Da sind sie halt alle gestorben, weil böse Käfis kamen und sie aßen und ihr Blut tranken. Das wär's. Naja, dann kann ich den Laden hier übernehmen. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Also, für mich ist das nicht schlecht. Für die Leute, die hier lebten, ist es sehr schlecht. Noch jemand? Aber weißt du, den Schrott kann ich ja alles mitnehmen, weil kann ich ja unten gleich
in die Werkbank einlagern und es einer sinnvollen Benutzung zuführen. Oh, Pilze. Fiese Art zu sterben. Ja. Ja, finde ich auch. Käfis sind nicht die feine Art. Nicht unbedingt die feine englische. Was haben wir hier noch, was wir so... Ach, guck mal, da ist noch Geschirr. Da ist noch ein Besen, der in der Luft schwebt. Warum auch nicht? Ach, guck mal, gelbe Farbe. Ins Bootshaus können wir auch noch. Na nu, du sollst nicht kaputt gehen. Du sollst die Tür aufmachen. Nach Möglichkeit. Geschafft. Tada, und ich kann es benutzen. Das heißt, erstmal das ablegen. So, dann müssen wir noch mal kurz ins Bootshaus gucken. Ich sehe schon nicht nur eine Falle, sondern gleich mehrere. Aber nicht mit mir. Die wird eiskalt entschärft. Die Frage ist, was hätte die denn jetzt ausgelöst? Ach, guck mal hier. Die Schrotflinte. Aber der bin ich ja clevererweise entkommen. Oh, da ist ja noch eine. Tür. Darf ich auch vorbei, bitte? So. So, wollen wir hier ein bisschen rumbasteln. So ein kleines bisschen zumindest. Gucken wir uns mal um, was wir hier... Guck mal, die Holzkiste, die ist aus Holz. Die können wir sowieso wegholzen. Hier ein bisschen Beton. Kann man auch immer brauchen. Teppich braucht keine Sau. Mülltonnen braucht ja auch keiner. Den Müll kann man einfach ins Wasser schmeißen. Also nicht, dass man das tun sollte. Ich meine, man könnte eventuell, wenn man ein furchtbarer Umweltsünder wäre, dann könnte man das einfach ins Wasser schmeißen. Aber das würde ja niemand von uns tun, richtig? Ach, guck mal, hier wachsen sogar schon Kürbisse. Praktisch. Kann ich den verwesenen Brahmin da nicht aus... Nee, kann ich nicht. Schade, das wäre mir schon ein Anliegen, dass ich den hier wegräume, weil der sieht nicht so ganz appetitlich aus. Naja. So, was können wir noch zerlegen? Die Wurzel? Nö. Den Pfosten? Nö. Hier aber, das Geländer, was man eventuell auch als Dings bezeichnen könnte. Mit Dings meine ich natürlich Dings. Ach, da hätte ich noch so ein ausgelutschter Brahmin. Hier war tatsächlich nicht mehr viel am Leben. Ah, da liegt noch was im Wasser. Das können wir auch noch auseinandernehmen. Das finde ich ja praktisch. Da ist noch ein ganzes Auto. Cool. Wertvolle Rohstoffe, sage ich nur. Wertvolle Rohstoffe. So, kann ich jetzt einen Rekrutierungsleitstrahl bauen, um mir ein paar Leute ranzuziehen? Geht das? Ja, es geht. Ja, den bauen wir einfach hier hin, wa? Habe ich dann auch noch genug Material für einen Generator? Ja! Siehste, und schon ziehen wir die Leute hier an. Brauchen wir natürlich noch Ressourcen. Wasser. Die brauchen dringend Wasser. Wasseraufbereiter. Benötigt ein, produziert drei, benötigt zwei. Ja, perfekt. So, können wir den auch noch mit anschließen. Und Schutz. Schutz brauchen Leute immer. Schutz ist relativ wichtig. Falls wieder so fiese Käfis ankommen. Ihr wisst es ja. Ihr habt es ja alle gesehen. Wurden ja alle ausgelutscht hier. So. Und hier bauen wir noch einen hin. Schön an die Straße. Kommen einen hier oben drauf. Das wird doch gehen, oder? Geht das? Geht? Ah, gerade eben. Da war doch gerade eine. Komm schon. Ja, gut.
Ja, der schwebt in der Luft, aber ist egal. Hauptsache, das funktioniert. So, dann haben die Leute hier alles, was sie brauchen, oder? Was sagst du dazu, Niki? Niki sagt ja. Niki nickt einfach. Wollen wir noch was hier lassen? Ich könnte hier Werkbänke werden, vielleicht gar nicht, aber die sind teuer zu bauen. Ach, ich dachte gerade, ich höre Schüsse. Nein, das warst du, waren deine Schritte. So, wunderbar. Haben wir noch eine nette, das Teffington Bootshaus für uns gewonnen. Irish Pride Werft. Covenant. Eigentlich müsste ich mal nach Covenant. Ich will wissen, was das ist. Oh, da vorne ist noch irgendwas. Es sind noch so viele Stellen, die noch unerkundet sind. Ich finde das super. Das Häuschen, da muss ich mir gleich auch nochmal angucken. Käfis! Stirb! Und hier. Ja, da war ich schneller als du. Was sind das da vorne? Ein komisches Symbol auf meiner Karte. Ist das die Brücke? Ich glaube, es ist die Brücke. Juhu! Es ist definitiv die Brücke. Na ja, gut, wenn wir die als Lokalität entdecken können, nehmen wir gerne mit. Tucker Memorial Bridge. Oh, eine Mine. Oh. Da hat jemand die Brücke vermint. Ja, hier liegen auch über Benzinkanister und Gasflaschen rum. Und hier ist überall Benzin ausgegossen. Also lieber Vorsicht walten lassen. Oh Mann, mir fliegt der Laden doch gleich in die Ohren hier. Oh shit, oh shit. Hui! Da flog ja ein Teilchen. Alter! Nick? Nick? Du warst doch gerade hinter mir. Nick? Wo ist er hin? Nick? Ernsthaft, wo ist er hin? Nicky Boy, alte Hütte, stell dich nicht so an. Kann doch so schlimm nicht gewesen sein. Ah, Nick wurde pulverisiert. Der ist jetzt in den ewigen Jagdgründen. So ist das Leben. Ich guck mir das Haus da vorne an. Wer vermint denn so eine Brücke? Hallo, Brücken sind wichtig. Kannst du nicht einfach verminen. Ah, siehst du, Nick geht's auch gut. Alles in Ordnung. Kommen wir hier irgendwo. Oh, jetzt hätte ich gehofft, dass wir in das Haus hier rein können. Irgendwie. Vielleicht gibt es ja noch einen Hintereingang. Oder ein Obereingang. Nö, auch nicht. Nö, da kommen wir nicht rein. Schade. Es sah am Anfang erst so aus, als könnten wir, aber nein. Nein, nein, nein.